Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich, ja, hab ich. Das liegt an Sanji, Ruffy und Zoro. Was? Nein, nicht Zoro, Manteldegen, aber Schwerter schon. One Piece ist angesagt, Leute. Habt ihr die großartige Netflix-Serie gesehen? Ah, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich habe vom Anime habe ich insgesamt... Also die Filler-Folgen habe ich nicht gesehen, aber ich habe alles bis und mit Annie's Lobby gesehen und dann später, wo sie den Marine-Hauptquartier platt machen mit Whitebeard, habe ich alles gesehen. Okay, auch den Sprung. Also ich kenne mich aus. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Realfilmserie besser finde als die Anime-Folgen. Und das liegt daran, dass jede Anime-Folge ist ungefähr so. Ja, theoretisch 22 Minuten lang. Ja, praktisch hast du so 4,5 bis 6,5 Minuten Gelaber und Intro, was alles letzte Mal passiert ist, weil es sind ja alles Telefolgen. Und dann gegen Ende hast du noch ein bisschen Vorschau. Ne? Ja, schlussendlich hast du 17 Minuten pro Folge, wo du tatsächlich mal was Neues kommt. Und dann wird das noch zusätzlich ein bisschen in die Länge gestreckt. Ne? Und das finde ich bei der Netflix-Serie einfach besser. Ich finde auch dieses Meer-Feeling, ja, dieses auf offener See sein, kommt für mich ein bisschen besser rüber als bei der Serie. So, aber das ist Geschmackssache. Beides ist geil. Jedenfalls, Zoro und Sanji haben wir. Ich finde Sanji toll. Meine Tochter findet Zoro toll. Und mein Sohnemann findet natürlich Ruffy toll. So. Dementsprechend gehören auch die Figuren. Wir fangen also mit dem Hässlichsten an, und zwar dem Hässlichsten aus dem Grund, sie haben ihn den Kussmund verpasst. Ja, seht ihr, für diejenigen, die es nicht wissen, dem wurde schon von klein auf eingebläut, dass man nett und anständig zu Frauen sein soll. Und er läuft jeder Frau hinterher und dann immer so, Nami! Ah! Und sie rennt natürlich dran vorbei auf jemand anders zu. Ja, und deswegen dieser Kussmund. Aber den finde ich potthässlich. Also ich werde das nachher ändern, indem ich das Weiße wegnehme und den Roten darunter tue. Aber ich wollte euch das Original zeigen. Wie ihr seht, als Brickhead klar erkennbar. Die Arme kann man ein bisschen bewegen. Und dann ist gut. Die Steinequalität ist... Ganz okay. Das war gelogen. Die Steinequalität ist mit Ach und Krach okay. Ja? Sagen wir es so, es hält alles und das ist schon mal schön. Das ist okay, aber es ist keine bombastische Qualität von den Steinen. Also, das ist eher Zweiklassniveau. Aber du zahlst auch bloß 4, was habe ich bezahlt? 4,30 Franken pro Mannequin, sind 130 Teile oder so. Also 4 Euro rund, ne? Finde ich gut. Nein, stimmt nicht. Der Euro ist ja weniger wert im Verhältnis. Ja, ungefähr 4,50 könnt ihr rechnen. Jo. Falls ihr euch gefragt habt, warum das Bein hier rot ist, das muss so sein. Das hat später mit der Anime-Folge, nach dem Whitebeard-Akt, später nach dem Zwei-Jahres-Sprung kommt dann was. Aber ich will hier nicht zu viel spoilern, ne? Ruffy, unser lieber Captain, der ist natürlich super. Ja, die Narbe vorne, die kriegt er auch viel später als in der Netflix-Serie. Sorry, Spoiler. Strohhut. Dieses breite, fette Grinsen passt, oder? Passt absolut. Wir haben die typische Anime-Frisur. Das ist okay. Tipptopp. Finde ich gut. Und dann haben wir noch Zoro, der männlichste Typ, der je rumgelaufen ist. Also für diejenigen, die sich auf die Anime-Serie mal nebenbei gucken wollen, nachdem sie Netflix gesehen haben, bei Zoro ist das so. Ihr könnt in jedem Kampf, der sich oftmals über viele, viele, viele Anime-Folgen hinwegzieht, könnt ihr das dran erkennen, ob es langsam dem Ende neigt, wenn er wieder am Boden liegt und mindestens 5 Liter Blut verloren hat.
Ja? Weil Zorro, das ist jetzt nicht offiziell bestätigt worden, aber meiner Theorie persönlich und der meiner Kinder zufolge, hat er, ohne dass er es wusste, die Blutregenerationsfrucht gegessen. Was der am Blut verliert bei jedem Kampf, das geht auf keine Kuhhaut. Ja? Ehrlich, du könntest mindestens 5 Kühe mit dem Blut bestreichen, dass er jeden Kampf verliert. Also wenn er wieder 4 bis 5 Liter Blut verloren hat, am Boden röchelt, dann wisst ihr, es dauert nicht mehr allzu lang. So das letzte Fünftel ist langsam angebrochen, was der Kampf ist. Dann wisst ihr, okay, endlich ist mal das vorbei und es geht zum nächsten rüber. Ne? Weil er sitzt so. Ja. Also unverkennbar mit dem Schwert in der Schnuss. Warum man das Schwert dem Mund nicht in die Mitte getan hat mit der Jumper Blade, verstehe ich auch nicht. Außer man wollte, dass das Schwert nicht zu weit rausguckt, aber das ist ja Blödsinn. Ja, ne. Egal. So, Schwerterwackel. Die Frisur ist natürlich astrein anime-mäßig gelungen. Die eignet sich natürlich gut für Bricks. Das ist tipptopp. Ja, das sind die drei. Und ihr bekommt insgesamt, was habe ich alles gesehen? Also ihr bekommt die ganze Crew, die 8 Leute, das sind sogar 9, wo ihr bekommt. Ich glaube, ihr kriegt sogar alle 9 schon. Da kriegt ihr später noch andere. Wie ihr mitbekommen habt, gibt es ja noch Chopper und so weiter. Aber da will ich jetzt nicht so viel spoilen für die Leute, die eine Netflix-Serie gesehen haben. Ne? Aber ja, es kommen noch einige dazu. Leider, mein Sohnemann hätte sich gewünscht, dass Mihawk, Falkenauge, dass der auch als Prickbild wäre. Hätte ich mir auch gewünscht. Gab es aber leider nicht. Also die Schurken haben sie außen vorgelassen. Leider. Ich setze euch natürlich den Link unten runter, ist kein Affiliate-Links. Also falls ihr mich unterstützen wollt, müsstet ihr über Bluebricks gehen. Die haben das aber nicht. Ne? So. Anyway, ist ja nur ein kleiner Freundschaftsdienst von mir. Das ist natürlich ein Faltblatt, ist klar, aber bei rund 130 Klötzchen brauchst du mal jetzt wirklich kein Fass aufmachen. Ne? SH, ich habe keine Ahnung, was SH ist. Ich schreibe irgendwas oben hin. Keine Ahnung, bin schon froh, dass eine Nummer draufsteht. Anyway, ja. Der Bauspaß ist ganz gut, ordentlich. Also die Figuren sind hervorragend zusammengebaut. Hat Hand und Fuß. Bei ihm tatsächlich nur ein Fuß, ne? Aber die Steine, und ja, das ist okay. Klar, eben wäre die Steinequalität ein bisschen besser, hätte es noch mehr Spaß gemacht, aber naja, was soll's. Also, Fazit. Ja, wer One Piece mag, Brickheads mag, ja, bitteschön. Link unten. Vereinfacht gesagt. Nur Kurzfassung: Zweiklasssteine, aber halt hält alles. Also wirklich alle halten. Da gab es keine schwachen Steine. Es sind einfach keine super Qualitätssteine. Und 4 € paar zerquetschte pro Figur ohne Versandkosten. Ne? Gibt es nichts zu meckern. One Piece Fan, also haut rein. Baut los. Okay, das war's auch schon von dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video.